Hallo und Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gaming, hier ist euer Mare vom Wolfsrudel. Herzlich willkommen zu, was haben wir jetzt eigentlich für einen Tag? Würde ich selber mal nachdenken. Ich glaube, wir haben jetzt Tag 13, denn ich habe jetzt einige Tage wenig gezockt, beziehungsweise wenn ich gezockt habe, meistens alleine und dann auch wenig aufgenommen, wenig Spektakuläres gemacht, einfach nur so nebenbei mal neben Fernseh schauen oder sowas. Gezockt also nicht exzessiv, gestern mal doch wieder längere Zeit. Und ihr seht jetzt gerade am Anfang so einen schönen Bug. Ich weiß nicht, das habt ihr bestimmt auch des Öfteren schon gehabt. Dass einfach der Wald oder die Bäume, die man umsägt, dass die Bäume so dermaßen schief sind, in der Luft hängen bleiben. Manchmal haben sie Kollision, manchmal nicht. Also manchmal kann man durch sie durchgehen, manchmal sind sie halt noch da. Sind sie noch ein Objekt? So wie, nee, der fällt sogar um. Nee, seht ihr? Als wäre da eine unsichtbare Wand, da bleibt er stehen. Oder bleibt hängen. Und ich habe das jetzt auch schon öfters gehabt, dass einfach ein Baum, ihr seht jetzt immer wahrscheinlich noch, vielleicht seht ihr das, zwei Bäume einfach da unten liegen, die kann man nicht umschneiden, die haben keine Kollision mehr. Das heißt, die können wir nicht einfach entsorgen oder entasten, wir können gar nichts mehr mit denen machen. Und das Dumme ist, dass ein Baum direkt über der Straße, quer über der Straße liegt. Man kann zwar durch ihn durchfahren, nur bringt das nicht so viel. Sieht auch scheiße aus, wenn da immer ein Baum auf der Straße ist, das ist halt echt beschissen. Ja, hilft leider nichts. Also die Bäume verschwinden teilweise einfach, auch wenn man sie umsägt, auf einmal ist der Baum weg. Das nervt wirklich. Ich weiß nicht, woran da der Fehler liegt, aber auf jeden Fall wäre es wirklich wünschenswert, dass das vielleicht gefixt werden könnte. Müsste eigentlich schon gehen. Und jetzt sind wir gerade noch bei der BGA beim Entleeren oder beim, ja, beim Silage reinkippen in die BGA oder in den BGA-Trog oder in den BGA-Behälter von Fliegel. Ihr seht schon, wir haben ein Füllvolumen von 20.000 Litern, also die Schaufel hat doch ein bisschen mehr. Ihr seht schon, also es ist auch dann wirklich schwer, die Balance zu finden und dann ist der Radler meistens vorne viel schwerer als hinten und sieht dann eben so aus wie jetzt gerade. Ich habe zwar hinten eh ein 2,7 Tonnen Gewicht dran, also das sieht man jetzt gar nicht, das sieht auch sehr gut aus hinten vom Lieb her. Schön ergonomisch, passt zu der Form vom Lieb her. Da habe ich auch über einen Mod, also es ist ein Mod und habe ich auch im Mod-Hoster gefunden, also damit soll es ganz gut gehen. Jetzt müssen wir noch schnell die Hackschnitzel aufladen. Die gibt gerade eine große Nachfrage beim Biomasse-Heizwerk und deswegen müssen wir unsere 145 Tonnen, ja 145 Tonnen Hackschnitzel verkaufen mit einem großen Sattelschlepper mit den zwei Krampe-Aufliegern einmal angehängt mit Dolly und einmal mit dem normalen Auflieger, alles schön im Blau. Passt einfach, ne? Müsst ihr zugeben. Die Farbabstimmung ist wirklich sehr gut. Und Gott sei Dank gibt es bei dem neuen Radlader diese Variante, dass man eben die Schaufel nochmal auskippen kann mit zwei Gelenkern quasi. Und dann kann man viel höher auskippen und das klappt dann auch super mit solchen hohen Kippern wie hier. Das Dumme ist immer, das ist halt immer leider noch so, dass man mit der Schaufel auffüllen. Ich weiß nicht, wie es denn wäre, wenn man. Das würde doch bestimmt funktionieren, glaube ich zumindest, dass diese nicht so hart sind, als könnte man nicht durchfahren. Die Füllplane eben oder die Textur der Frucht, sondern dass die halt irgendwie wirklich so realistisch sich auffüllt. Weiß nicht, das müsste doch eigentlich möglich sein, oder nicht? Also, dass es zumindest nicht so hart wäre wie jetzt, dass man nicht durchfahren kann. Komplett durchfahren wäre auch Schwachsinn, aber halt irgendwie. Weiß nicht. Dass es nachgibt, sag ich mal, ne? Dass es einfach ein bisschen nachgibt. Das wäre irgendwie auch geil. Dann könnte man viel schneller aufladen. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg zum Biomasseheizwerk. Das ist jetzt gleich rechts da vorne. Jetzt fahren wir da rückwärts mit den Kippern hin. Das ist natürlich ein bisschen ein Kunstwerk. Da, ja, das wird jetzt eben gerade nicht so toll. Doch, ich schaff's, glaube ich, sogar noch. Noch einmal nach vorne und einmal nochmal zurücksetzen, dann dürfte ich es fast geschafft haben. Jawohl! Auskippsymbol ist da und wir kippen aus. Jetzt schauen wir mal auf den Kontostand von 176.000. Weiß ich jetzt gar nicht, wie viel wir bekommen.
Das waren 243.000, das waren jetzt 60, 67.000 Euro, also 125.000 für den ganzen Sattelzug. Das ist in Ordnung. Wir bekommen ja 1.100 oder sowas aktuell für die Hackschnitzel, also keine 700 oder sonst was. Wir spielen ja auf normal nicht, also ich wundert, warum wir so wenig bekommen. Wir spielen auf normal, das schon seit Anfang an. Deswegen haben wir immer noch keine Millionen, weil wir kaufen halt immer wieder neue Sachen. Was bringt es mir denn, wenn ich immer spare, spare, spare? 35 Millionen, die kann ich ja auch ausgeben. Die brauche ich nicht sparen. Außer ich kaufe nur Windkraftwerke, dann habe ich aber noch mehr Geld, als ich überhaupt brauche. Und wir kaufen doch wieder immer neue Sachen. Und zocken nicht den ganzen Tag, jetzt nicht mehr. Und ich eben meistens alleine, also kommt da einfach nicht so viel Geld jetzt auf die Schnelle zusammen. Und jetzt eben wieder beim Mähen mit dem New Holland T8 320. Ich fahre erst mal außen die, sag ich mal, Umrisse von der Wiese ab, da wo ich halt ja, mähen möchte, und alles darin wird dann noch gemäht, aber eben außen gibt's halt, mache ich hier eben eine Abgrenzung, damit ich dann sofort erkennen kann, ja okay, nicht weiter, weil dann ist es ungünstig zum Schwaden, denn der Schwader ist echt blöd. Er rutscht immer auf eine Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem auch habt, aber das nervt wirklich. Selbst auf einer geraden Wiese, auf einer geraden Ebene, rutscht der Schwader einfach nach links weg. Das ist doch absolut unmöglich in der Realität. Als hätte der null Gewicht oder wäre auf einer Seite schwerer als auf der anderen. Das ist so ein Schwachsinn. Total unlogisch. Das würde doch überhaupt nicht hinhauen, weil als hätten die Reifen keinen Grip, als würden die auf den Boden rutschen. Die haben ja auch irgendwo Festigkeit, als würde der Schwader kein Gewicht haben. Das ist ja absolut lächerlich. Ja, jetzt geht es dann eben nur nach vorne. Ihr seht da, wir sind beim Feld 40 in der Nähe von der Kuhweide oder vom Kuhstall, damit wir auch direkt daneben gleich unser Gras haben. Ich habe dann jetzt auch vorhin eine Ballenpresse gekauft, dann werden wir Quaderballen machen und dann mit dem Arkosin Autostack irgendwo hinladen. Gibt jetzt auch einen Mod, den habe ich jetzt mal reingetan, um zu testen, wie er ist. Und zwar sowas wie Bale Feed heißt er. Also ihr könnt damit dann direkt die Ballen in den Kuhstall zum Beispiel laden. Wenn es jetzt Strohballen sind und ihr die halt als Einstreu verwenden wollt, müsst ihr nicht immer diesen kleinen Einstreuwagen kaufen, wo ihr dann den Heuballen oder den Strohballen rein machen müsst, oder auch den Heuballen. Es geht gleich mit Heuballen genauso, und dann eben für den Trog oder eben als Einstreu verwendet, also dass es klein gehäckselt wird. In echt macht man das wirklich, wie auch das bei dem Mod da steht, mit einem Taschenmesser, und schneidet dann die Drähte auf, mit denen, oder die Seile sind ja so Seile, mit denen der Heuballen ja festgezurrt ist, schneidet man die auf und schon kann man das mit Hand verteilen oder mit einer Mistgabel, wie auch immer, oder Heugabel. Und es ist eben dann bescheuert, dass man wegen jedem kleinen Heuballen da eben diesen scheiß Einstreuwagen braucht. Man könnte es natürlich auch so machen, stimmt, jetzt fällt mir das eigentlich auch, aber man könnte das einfach nur in den Futtermischwagen reinwerfen und halt dann nur Heu machen zum Beispiel. Also drei Heuballen in den Futtermischwagen, dann hast du halt Gras, gut, aber du kannst es auch halt so machen, dass du musst es erstmal wieder einladen, kannst es halt direkt machen mit der Ballenzange oder eben mit dem Ballenspieß aufspießen und rein da in den Trog, und sofort wird es angenommen. Also die Trigger nehmen halt eben auch die Ballen sofort an und löschen den dann von da, wo er vorher war, und sie ist dann eben dann wie normales Gras, das man ablädt im Ladewagen, im Kuhstall und im Futtertrog. Und ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich werde jetzt vielleicht zu gewissen Mods ein paar Mods-Vorstellungen auch machen, wie es viele Let's Player machen. War vorher eigentlich nie der Fan davon, weil es gibt ja doch so unzählige, aber ich habe mir jetzt doch gedacht, bei den neuen, die jetzt kommen, vor allem jetzt gibt es schon die ersten wirklich sehr guten Traktormodelle, die wahrscheinlich alle von LS13 konvertiert wurden, aber ich sag's mal so: Neulich kam ja, glaube ich, ein Fendt 936 raus für ein LS15. Der sah aus, als wäre er von LS 2009 konvertiert. Der sah echt, ich sag mal vorsichtig,
sehr einfach und sehr billig aus. Und ich glaube nicht, dass der, dass den jetzt einer komplett gemacht hat. Ich glaube, der wurde einfach nur konvertiert, denn der sieht wirklich so detailarm aus. Und ihr kennt ja sicherlich nicht vom LS13 den eigentlich wahrscheinlich besten Mod. Okay, nicht vielleicht besten, unter anderem besten. Fendt 936, der so viele Details hat. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Modder der stammt. Aber mit dem John Deere von Argos, mit den John Deeres von Argo, ist es wahrscheinlich der beste Mod, der detaillierteste Mod für ein LS13 gewesen. Und ich schätze mal, dass der das auch ist, dass der jetzt, oder so ähnlich zumindest, also ich schätze mal, er sieht vom Aussehen eigentlich gleich aus. Fendt 39 oder 33, also mit 330 PS und 936 mit 360 PS gibt es jetzt beide auf LS-Portal. Bei Modhaus habe ich sie noch nicht gesehen, müsst ihr schauen. Ich schaue da eigentlich jeden Tag nach Mods und wenn wirklich wieder sinnvolle da sind, sage ich es euch. Und das Beste ist jetzt, was noch kommt. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite lsnachrichten.de, glaube ich, kennt. Da ist auch ein Modder, der, also ich kann nur den Namen, der heißt Holger, glaube ich, und der macht halt auch diverse Mods und hat jetzt eine super Idee gehabt, macht jetzt den Scorpion, er macht diese Stahl, beim Scorpion King macht diese, diese Stahlketten runter, macht irgendwie Doppelreifen draus, also eine Doppelbereifung, weiß nicht, ob jetzt das so toll aussieht, aber das Wichtigste ist für mich, dass er die Schnittlänge auf 15 Meter erhöhen will. Und das ist natürlich absolut genial für unsere, für unseren Nutzen, wir laden die ja immer sofort auf den Fliegel auf, also bringt uns eigentlich der Scorpion King mit den 5 Metern wenig, habe ich auch selbst erkannt, denn wir wollen eigentlich lange Stämme mit 15, 20 Metern aufladen, müssen wir dann alles halt manuell machen, wenn es jetzt automatisch mit dem Scorpion King geht, besser geht es ja nicht, aber dazu wird sicherlich bald eine Mods-Vorstellung kommen. Ja, und wir sind auch am Ende vom Video, ich hoffe, euch hat der heutige Tag mal wieder gefallen, wieder recht kurz, aber wie gesagt, in der Kürze liegt die Würze, also macht's gut, ciao.